Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge So schlecht kann man nicht fahren für euch. Wenn ihr mir eure Dashcam-Videos senden wollt, könnt ihr das an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse machen. Legen wir los! Wer von euch hat auch vorhergesehen, dass der das macht? Ich will gar nicht wissen, wie sauer der Hausbesitzer war. Wer schleppt hier eigentlich wen ab? So viel Pech muss man erstmal haben. Genau deswegen sollte man nicht in der Kurve überholen. Der konnte auch nicht sehen, ob da Gegenverkehr kommt. Ungeduld wird halt bestraft. Wer so etwas macht, ist wirklich hobbylos. Da hat sich die Dashcam wirklich gelohnt. Einfach nur warum? Wirklich eine schlechte Stelle zum Abschleppen. Der hat den natürlich nicht gesehen. Genau wegen so etwas immer schön Abstand halten. Ja, das war's wirklich komplett. Warum ist der Wagen überhaupt abgeschlossen? Auf der Autobahn ohne Scheibenwischer. Der versucht wirklich wieder umzudrehen. Der muss bestimmt dringend aufs Klo.
Freunde, welches Video fandet ihr am besten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 3 wirklich nicht schlecht. Da weiß man wirklich nicht, wer wen abschleppt. Oder wollen die einfach nur zeigen, dass sie zusammengehören? Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Schöne Grüße gehen raus an Falcao Motorsports YouTube, Markus Welcher, M-Orato 25 und Overload. Vielen Dank für eure Kommentare, Freunde. Ihr seid wirklich die Besten. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.